herzlich willkommen zur 23. Folge von Trains and World 2 zusammen mit Tobi. Hallo? Hallo! Ah, da bist du. So. Hast du mit mir geredet oder hast du mit einem Schalter geredet? Ne, mit dir, aber du hast ganz schön lange gebraucht. Oder ist wahrscheinlich die Verzögerung wieder? Dann ist die Verzögerung wieder. Hm. So. In der bereits angekündigten letzten Folge heute von Trains in World 2 geht's nochmal auf die Strecke Dresden-Chemnitz. Und zwar. Mal kurz warten, da hat's kurz geruckelt. Und zwar fahren wir hier früh im Berufsverkehr eine S3 von Freiberg nach Dresden Hauptbahnhof. Eigentlich fährt die S3 ja immer nur von Dresden Hauptbahnhof bis Tharandt. Im Berufsverkehr fährt jedoch die S3 bis Freiberg, Sachsen und wird noch auf einen Viertelstundentakt in Kombination mit der RB30 verstärkt bis Tharandt. Und heute fahren wir eben von Freiberg frühst zurück nach Dresden Hauptbahnhof. So, einmal hier hinten in den Gang rein, der ganz schön düster ist. Ich sehe hier gar nichts. Sie fahr an und dann ist hier die PZB auch noch an. So, dann gehen wir hier vorne unseren hell erleuchteten Führerstand. So, und letztes Mal sind wir ja, wenn wir gefahren sind, immer wenn dann durch Freiberg durchgerauscht. Als da drüben an dem Bahnsteig. Als Regionalbahn oder Regionalexpress. Und heute stehen wir hier am Gleis 4. Gleis 4 und 3, die sind ja hier ein bisschen geschieden. Da drüben am Gleis 1, 2 sind die durchgehenden Hauptgleise, immer Gleis 3, 4. Und so, die Zeit ist ran. Wir dürfen unsere Türen schließen, ne? Dann geht es auch schon los. Unser erster Halt ist dann Muldenhütten. Den Zugkraft wäre schon immer auf 70%. Bremsen sind gelöst. Das heißt, wir können loslegen tatsächlich. Yay, ab geht's auf die letzte Folge. Letzte Fahrt. Richtig. So, Signal da vorne ist grün. Ich gehe mal hoch auf 60 km/h. Ich denke mal, das sollte die Weiche da vorne mitmachen. Und da steht auch eine 6 über dem Signal. Also alles richtig gedacht. Wir dürfen auch 60 km/h fahren. Da vorne sieht man auch schon die aufgehende Sonne. 6.37 Uhr haben wir es aktuell. Früh am Morgen. Und wenn wir in Dresden angekommen sind, wird dann hoffentlich die Sonne schon vollständig aufgegangen sein. So. Wir biegen jetzt einmal hier rüber auf unsere Strecke nach Dresden. Und hier geradeaus geht es dann weiter in Richtung Holzhau. Da, hier, die Strecke, das ist die nach Holzhau da. Und wir fahren einmal hier rüber. In dieser engen Kurve. 62 haben wir, ist ein bisschen zu schnell, aber das muss der Tempomat selber regeln. Und wir haben ja nur den Geschwindigkeitsregler, mehr haben wir ja nicht. So, 90 km/h. Die können wir natürlich auch schon mal direkt beschleunigen. Und da geht es jetzt mal die Tharandter Rampe runter. Wir sind die Tharandter Rampe ja schon mal mit der 612 runtergefahren und auch schon mal mit einer Regionalbahn hochgefahren, aber im Triebwagen vom Doppelstockwagen. Und jetzt geht das Ganze ja noch einmal halt mit der 143 runter, was sich in meinen Augen sehr angenehm fahren lässt aufgrund dieses Geschwindigkeitsvorwählers. Also mit dem lässt sich um einiges einfacher fahren als mit so einer 612, wo man da die ganze Zeit bremsen, beschleunigen extra muss, so wie es damit passt. Und hier muss ich jetzt einfach nur diesen Hebel umstellen auf die gewünschte km/h-Zahl und dann klappt das auch. So, ich lasse mal rollen, beziehungsweise ziehe die Bremse schon leicht an, wir wollen ja schneller als 70 werden. Das liegt in unserem Interesse. Nächste Station, Muldenhütten.
Ausstieg rechts. Na, ein Stück muss auch noch fahren bis Muldenhütten. Ja, sichtbar. Ich hab dich wahrgenommen. So, weil die Angabe da oben, die wir haben, diese Kilometerangabe, ist nämlich immer Luftlinie. Und hier, die Strecke ist jetzt sehr kurvenreich, deswegen stimmt teilweise nicht überein. Deswegen waren wir schon unter einem Kilometer, jetzt mal wieder über einem Kilometer. Aufgrund dessen, dass die Strecke einfach so kurvenreich ist. Und das Ganze dadurch nicht richtig beurteilt werden kann, wie weit wir noch fahren müssen. Das ist dann bei geraderen Strecken, wie halt eben auf der Dresden-Riesa, um einiges einfacher zu machen. Also mal vorsichtig. Bei 60 km/h wird es auch nicht so in die Eisen gehen. Also kann die Pause auch recht wieder lösen, sonst kommen wir noch viel zu früh hier zum Stehen. So, da sehen wir hier auch die ganzen Beine. Der Seite so ein bisschen, durch die wir uns hier durchschlängeln. Rollen hier ein nach Möhnhütten, wo wir doch recht pünktlich ankommen tatsächlich, obwohl ich jetzt eigentlich hier so getrödelt habe. Aber gut. So, da kommen die Menschen auch auf unserem Bahnsteig noch rübergelaufen schnell, weil sie gemerkt haben, ah, die S-Bahn kommt jetzt. So. Ich glaube, die S-Bahn, den Bahnsteig nutze ich mal noch ein bisschen besser aus. Gut. Hoffen wir mal, dass es gereicht hat und jetzt nicht viel zu früh gehalten haben. Das wäre sonst ein bisschen suboptimal. Es schaut mir aber gut aus. Ja, das ist doch perfekt gehalten hier. Guck mal, hier hinten ist das Gitter. Also wir haben wirklich perfekt gehalten. Perfekter geht es gar nicht. So, wir sollen die Türen schließen. Hier steigen auch noch Menschen ein und aus. Und wenn noch Menschen einsteigen, dann müssen wir die auch einsteigen lassen, ne? Weil so ist halt eben. Das ist zwar unsere Regeltüröffnungszeit, die wir hier haben. Aber wenn noch Menschen danach einsteigen, können wir die ja nicht einfach draußen lassen und sagen, nö, ich will jetzt weiterfahren. Denn Kunde ist immer noch König, ne? Jo. Gut, dann. Weiter geht es. 70 km/h waren uns hier ja vorgegeben. Die können wir auch recht doch wieder hochbeschleunigen. So, ich bin gespannt, wie weit die Sonne denn aufgehen wird, bis wir dann in Dresden auf Bahnhof sind. Hoffe aber, die geht schon schön auf. Aber wir sehen es ja, langsam sieht man wirklich schon was. Gerade in Freiberg war es ja noch ein bisschen sehr düster. Ich glaube, das wird schon ganz schön. Was jetzt auch schön endlich mal dann, der ist ja schon alles heller strahlt, dass wir dann angekommen sind in Dresden. Das sind ja ein paar und 40 Minuten Fahrzeit. So, jetzt ist die S-Bahn und Regionalbahn in die Gegenrichtung. Weil das Ganze spielt ja 2012 und damals fuhren eben hier noch 612er und auf dem Regionalexpress und dem Interregio-Express, den es heute ja gar nicht mehr gibt, der RE und IAE sind damals in Regionalexpress aufgegangen 2016 und die Regionalbahn 30 wird hier auch noch mit Doppelstockwagen 143ern gefahren. Heutzutage werden aber der Regionalexpress und die Regionalbahn mit Zügen der Bauchreihe 1440 gefahren, also mit Alstom Coradia Continental von der Mitteldeutschen Regiobahn. Und der, so heißt der Zugtyp, Alstom Coradia Continental. Baureihe 1440. Und nur noch die S3 hier zwischen Dresden und Tharms, also Dresden und Freiberg in der Hauptverkehrszeit, die wird noch von der Deutschen Bahn gefahren mit Dostos und der 143, also genauso wie wir heute auch unterwegs sind. Also an der hat sich nichts geändert, nur am Regionalexpress und der Regionalbahn. So, wenn wir hier weiter in Richtung Osten fahren, dann blendet uns die Sonne mal ganz schön hier ins Gesicht. Ah gut, wenn wir halt ostwärts fahren, dann müssen wir damit rechnen, dass die Sonne, die aufgehende Sonne da ist. Ah, da kommen jetzt so die Bäume, auch nett. Das sind wir ein bisschen mehr wieder. Als wir uns da ins Vegetation Gesicht blendet. Ist. Ja.
sauer. Dadurch, dass es hier noch dunkel ist, muss man ein bisschen mehr aufpassen, ne? Auf die ganzen Geschwindigkeitsänderungen, weil die findet man hier an der Strecke ja zuhauf. Hier ist die Streckengeschwindigkeit nicht ganz so konstant, aber da gibt es ja tatsächlich einige Strecken, ne? Also es gibt da jetzt so diese... Es gibt so zwei Arten von der Hauptbahn. Es gibt Hauptbahnen, die haben konstante Geschwindigkeiten, immer 120, dann mal 160 vielleicht ein Stück, so wie auf der Dresden-Riesa. Und dann gibt es halt eben auch Regionalbahnen wie diese hier oder auch viele in der Oberlausitz-Hauptbahn, bei denen regelmäßig mal die Höchstgeschwindigkeit hin und her wechselt. Je nachdem, ob jetzt eine Kurve, ob jetzt vielleicht mal eine engere Kurve kommt oder so, oder je nachdem, wie halt eben gerade die Gegebenheiten sind. Also das variiert dann halt eben. Nächste Station, Niederburg-Bridge. Letzter Halt im Verkehrsverbund Mittelsachsen. Ausstieg links. So, dann genießen wir jetzt auch unsere Einfahrt in Niederburg-Bridge. So, das habe ich gerade gar nicht sehen können, was Geschwindigkeitsschild. Deswegen werde ich gleich mal auf den Tacho gucken. Lassen wir uns für 120, okay. Das habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, was da drauf steht. Das ist ein bisschen blöd, aber zum Glück haben wir hier im Spiel diese Hilfe, wo ich auch immer auf den Tacho da drauf gucken kann und schauen kann, wo sich denn dieser rote Pfeil da befindet. Der befindet sich bei 120 jetzt, deswegen. So, und hier neben der Bobe schauen wir einen Inselbahnsteig, das habe ich auch schon mal. Die Türfreigabe auf links umstelle. So, einmal halten, Bremse lösen und wir sind pünktlich, fast auf die Sekunde genauso. 4 Sekunden oder so. Mhm. Zu spät fahren. So, was ist denn die Gegenrichtung? Ah, S3 nach Freiberg dann wahrscheinlich. Weil steht S3, also muss hier nach Freiberg fahren und hier auch S3 nach Freiberg und der nächste ist dann um 7.10 Uhr die RB30 nach Dresden. Ne? Dann schließen wir einmal alles. Da gehen die Türen zu. Und dann geht es auch für uns weiter und wir können auf unsere Vmax beschleunigen, weil 120 waren ja angesagt. Na, da sind Bremsen noch nicht ganz gelöst. Deswegen quietscht das hier ein bisschen beim Anfahren. Das muss ja auch nicht sein. Weil wir wollen ja nicht, dass uns am Ende die Bremsen noch heiß laufen. Das wäre ein bisschen suboptimal, wenn es irgendwann mal einen Anruf gibt. Ja, stellen Sie mal Ihren Zug ab. Und wo von Anwohnern berichtet, dass ihre Bremsen brennen oder glühen. Das wäre unschön. Von Fahrgästen, die gerade eingestiegen sind und jetzt ganz schnell wieder aussteigen. Ja. Merken Sie, plötzlich setzen sich hin, plötzlich unter dem Stuhl ist ganz schön warm. Nee, aber wenn die Bremsen angezogen sind, dann kann es dazu kommen, dass die Räder irgendwann mal glühen. Deswegen mal schön darauf achten, dass die Bremsen auch alle gelöst werden. Also vor allem bei Güterzügen ist ein Problem, wenn da irgendwelche Bremsen sich nicht lösen. Weil das merkst du ja noch nicht direkt. Wenn da an irgendeinem, wenn so einem Waggon oder so einer Achse sich irgendwie die Bremse nicht richtig löst, das merkst du ja eben kaum beim Fahren. Weil es gibt halt, weil der Zug fährt dadurch jetzt nicht viel schlimmer an, als er sonst anfährt. Das ist so ein Güterzug beim Anfahren. Wenn er ein bisschen schwerer beladen ist, dann haut er die Wand für du. So, ich habe das hier im Simulator mal ausprobiert. Ich habe ja im Let's Play keinen Güterzug so richtig gefahren. So, das ist eine Szenario da mal, aber das waren ja auch nur so 5 kleine Thermiewaggons, die da hinten dran waren. Aber ich bin nicht mal hier im Szenario einen richtigen Güterzug gefahren. Also heute die Wahl, mit dem anzufahren, da musst du sanden und vorsichtig beschleunigen und aufpassen. Also wenn du einfach nur Gas gibst, dann drehen da einfach alle Räder einfach nur durch. Und du siehst da richtig Funken, Flug und alles Mögliche. Also da musst du wirklich vorsichtig anfahren, sanden, aber eigentlich auch nicht die ganze Zeit sanden, ne? Weil die müssen dann so langsam anfahren, so auf der Stelle so zu so schlupfen, die Räder. Dann ein bisschen sanden, ne? Und dann kann es passieren, dass sie so dann ins Rollen geraten, die Lok. Und dann kannst du immer ein bisschen Schub dazugeben, weil dann musst du nur die Rollreifen überwinden, ne? Nicht mehr die Haftreibung. Und die Haftreibung bei so einem Güterzug überwinden, ne? Das ist eine Katastrophe. Also das Anfahren. In der Eisenbahn, wenn man es anfahren,
in der Physikerwelt nennt man es Hafttreiben überwinden. Ja, also ich wollte nur mal kurz informieren, bei mir kommt aktuell der Stream nur deine Stimme in Stücken an. Also nicht wundern, wenn ich irgendwie komisch dazwischen laber oder gar nicht dazwischen laber. Ja gut, das ist natürlich suboptimal, aber da lässt sich jetzt gerade leider auch nichts machen. So, 90 km/h kam gerade ein Schild. Nächste Station, die wir auch Klingenberg, Kolmnitz. Erster Halt im Verkehrsverbund Oberelbe. Ausstieg rechts. Und dann ist auch gar nicht mehr so weit bis zu unserem nächsten Halt in Klingenberg-Kolmnitz. Das war böse vom Spiel. Ja, strich mal. Also entweder, also das ist jetzt meine Hypothese, ich hatte jetzt gerade eine Angenügung für 90 und anscheinend habe ich eine 1000 Herzüberwachung reinbekommen. Und die 1000-Hertz-Überwachung bedeutet ja, dass ich auf unter 85 bremsen muss. Ich habe ja nur auf 90 gebremst. Und wahrscheinlich wurde ich deswegen zwangsgebremst, weil die Zwangsbremsung geschah bei 86, 87 km/h irgendwie. Deswegen gehe ich davon jetzt mal aus. Wenn es was anderes gewesen sein sollte, dann sehe ich das gerade eingeblendet. Dann blende ich das im Schnitt ein, was der Grund für die Zwangsbremsung war. Okay, wir rollen rückwärts. Okay, das war jetzt gerade unangenehm. So, jetzt geht's vorwärts. So, dann fahren wir halt 40 weiter. Ein in den Bahnhof, machen wir Fahrt auf Sicht. Und mehr als 40 lohnt sich jetzt ja auch nicht für die 100 Meter noch. Ja, das heißt, wir haben dann auch schon mal 2 Minuten Verspätung. Plötzlich. Yay. Und vorhin waren wir noch auf die Sekunde genau. Na, jetzt sind wir 2 Minuten Verspätung. So, vielleicht kriegt man nochmal was gerissen. Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Das ist halt. Alter, natürlich, es kommt nochmal sowas. Du warst gerade kurz abgehackt, aber man hat so ungefähr verstanden, was du meintest. Sehr gut. Es war noch plötzlich mitten im Wort so eine Lücke von 5 Sekunden. Ja, das ist bei mir auch immer so. Ach so. Das ist nur noch die Frage, wessen Internet schuld ist daran. Wir müssen jetzt öffnen. Ausschauen, wir haben grün, das ist super. Dann da sehen wir Bushaltestelle auf. So, hier ist ein Ding für die Zugabfertigung. Das brauchen wir aber nicht. Wir machen eine Selbstabfertigung hier im Zug. Aber nicht dieses Abfertigungsterminal-Gedöns-Ding ist da. Ja, ist noch einer schnell reingehuscht, während ich die Türen schon zugemacht habe. Dann Fenster zu. Türen sind ja schon zu. Blöd. Und weiter geht es mit 90 km/h, die uns angekündigt wurden, für die ich auch gezwangsbremst wurde, in Richtung Edle Krone. Und danach, den ich seit ist auch schon Tarant, und dann sind wir auch schon wieder auf dem regulären Weg der S3. Und den solltet ihr noch kennen, weil vor einigen Folgen sind wir mal die S3 von Dresden bis Tarant und wieder zurückgefahren. Aber es hat mal auf der Rückfahrt von Tarant nach Dresden Bremsen, die nicht funktionieren wollten, ne? Aber jetzt funktionieren unsere Bremsen, ja, deswegen würde das kein Problem sein. Wir sollten deswegen nicht wieder 5 Minuten Verspätung bekommen. Wobei ich sagen muss, für die Bremsprobleme, also dass wir nicht mehr ordentlich bremsen konnten, sondern nur irgendwie mit diesem Geschwindigkeitsvorwähler, mit dem du überhaupt nicht kontrolliert bremsen kannst, mit der direkten Bremse, die jetzt auch nicht die beste in der Steuerung ist, weil mit einer direkten Bremse bremsen ist immer so eine Sache. Ja, dafür nur 5 Minuten Verspätung zu haben, war doch eigentlich ganz solide. Und dafür, dass wir mit 60 km/h gefahren sind, auch die ganze Zeit nur, weil mehr habe ich mir nicht zugetraut. Weil ich bis heute noch nicht weiß, wie das ist, also wie schnell man da fahren darf bei gestörter Bremseinrichtung, ob man da überhaupt noch fahren darf oder. Aber vermutlich werden das so 60, 50 oder 40 km/h irgendwie sowas sein, was man dann nur fahren darf. Oder es kommt natürlich auf den Zug drauf an, es kann natürlich auch sein, dass. Je nachdem, wie die Bremssysteme sind oder welche Bremssysteme noch funktionieren, dass man vielleicht auch 100 km/h noch fahren dürfte oder irgendwie sowas.
Wenn ihr da immer noch irgendwelche Informationen zu habt, dann schreibt die gerne unter diese Folge in die Kommentare oder auch unter der Folge, wo wir die Bremsprobleme hatten, in die Kommentare. Das geht natürlich auch. Denn ich bilde mich gerne fort. So, aktuell finden wir uns jetzt auch wirklich hier im Abschnitt mit der stärksten Senkung. Also der ist jetzt hier wirklich zwischen hinter edle Krone, also vor hinter edle Krone, je nachdem, was welche Richtung man sieht. Aber hier dieser Abschnitt ist wirklich der mit der stärksten Steigung. Also 2,7% ist das stärkste, was wir haben. 2,4, 2,5 haben wir hier jetzt gerade die ganze Zeit. Gibt auch Abschnitte mit 2,7 kurzzeitig mal. Die Bremse schafft es nicht ganz, uns auf unter 83 zu bringen. Aber gut, da fahren wir mit 83 statt 80. Ich kann nichts dafür. Das ist die Bremse. So, und ich achte derweil hier weiter, dass ich ja auch kein Geschwindigkeitsschild übersehe. Denn es ist immer noch relativ dämmerig. Da dachte ich, die Sonne geht vielleicht doch schon immer auf. Aber mal sehen. Vielleicht ist er dann tatsächlich in Dresden aufgegangen. Aber noch. Aktuell sehen wir es auch gerade gar nicht. Ah, 90. Aktuell sehen wir die Sonne gerade aber auch noch gar nicht, weil die hier ein bisschen seitlich von uns steht, beziehungsweise sich, wenn er noch hinter den Bäumen versteckt. So, jetzt haben wir plötzlich einen geraden Abschnitt hier. Ein Unding passt. So, 3 Kilometer noch mal bis Edle Krone. Der Abschnitt zieht sich immer so ein bisschen da, bis wir in Edle Krone sind. Und dann geht es dann da ja noch diesen 60 km/h mit zu Edle Krone und Tharandt zu bewältigen. Und dann hinter Tharandt, da haben wir dann ja unsere 120 km/h, bzw. 110 km/h, zwischendurch dann mal 100 km/h, dann 70 km/h und dann vor Dresden-Oppenhof 40 km/h, also von Tharandt an. Bis Dresden-Oppenhof geht es dann immer nach und nach, Schritt für Schritt mit den kmh-Zahlen wieder nach unten. Ne? So, man kann jetzt mal 2,6 auf dem Tacho stehen. Ich weiß gar nicht, ob es über 2,7 da stand. Dann 70 km/h. Einmal zum Anbremsen. Ich muss sagen, für diese anspruchsvolle Strecke macht die Lok doch recht gut mit, muss ich sagen. Also, die ist auf der Strecke hier echt, kann man gut mitfahren, würde ich behaupten wollen. Also die Gegenrichtung nur mit den Dosto-Steuerwagen, da ist ja wirklich ein bisschen Krampf, weil du wirklich jedes Mal dann selber justieren musst mit diesem Hebel, weil du keine AFB oder hier einen Geschwindigkeitsvorwähler oder so hast, deswegen. Ist in die Richtung mal ein Krampf, aber in die Richtung, so mit der Lok direkt zu fahren, das ist wirklich sehr entspannt hier. Auch wenn das mit der Bremskraft nicht immer so ganz schafft, und deswegen jetzt sehen, dass wir so 2-3 km/h zu schnell sind, aber. Also nächste Station, Edle Krone. Ausstieg links. Na klar, ich könnte die Bremsenzugkraft höher einstellen, aber dann würde die jedes Mal beim Beschleunigen, ne, durchdrehen wahrscheinlich. Also die Traktion verlieren. Und das ist jetzt auch nicht gerade das gewünschte Ziel. So, dann kommt jetzt hier gleich nochmal kurz vor dem Bahnhof der kurze Tunnel. Und zwar genau hier. So, dann muss ich jetzt hier so ein bisschen auf Sicht. Doch, da sehen wir den Bahnsteig, alles gut. Ich würde sagen, ein bisschen auf Sicht so bremsen. Aber das schaut mir doch gut aus, die Bremsung hier. Türhebe noch nach links und dann Türen öffnen, Bremse lösen. Und dann müssen Fenster schauen und einen lauten Lokzug. Ich würde behaupten, weil wir noch
passen perfekt geparkt. Ach guck mal, wir sind eine Minute nur noch zu spät. Nicht mehr zwei Minuten. Ich habe schon eine Minute wettgemacht, Tobi. Sei stolz auf mich. Ich bin stolz auf dich, Pascal. Sehr gut. Du bist ein talentierter Zugfahrer. Dann kann ich jetzt motiviert weiterfahren nach Arand. Du holst dann noch die zweite Minute raus. Aber nur, weil du so gut bist. Ja. So, und jetzt sollte jetzt eigentlich gleich 60 km/h kommen. Oder sind hier runter zu 70 km/h und hoch zu 60, weil ich weiß, hier direkt vor Edle Krone sind nämlich auch nochmal 60 und dann unten dann in Tarant, da ist auch nochmal. Also jetzt geht es hier wirklich nochmal auch steil runter. Und dann in Tarant, da sind auch nochmal 60 km/h, weil da eine ganz, ganz enge Kurve ist. Aber hier oben auf dieser, an dieser Brüstung hier, das sind auch nur 60 km/h. Hoch zu, aber runter zu anscheinend 70. So, dann sollen wir hier über einen Ort fahren. Um dann in 3 Kilometern in Tarant zu halten. So, dann kommen wir erstmal 90 km/h. Dann kommen wir wahrscheinlich dann in absehbarer Zeit gleich wieder eine Vorankündigung für 60. Weil unten dann kurz vor der Einfahrt des Bahnhofs Tarant wirklich diese sehr enge Kurve, die hat man wirklich nur mit 60 km/h zu fahren ist. So, dann kommt wieder ein Doppelstockzug in die Gegenrichtung. Entweder wieder eine S3 nach Freiberg, wie wir es sind, oder eine RB30 nach Zwickau. Die fahren ja hier beide mit Doppelstockwagen und 143. Wer es heutzutage, könnte man natürlich direkt sagen, ist auf jeden Fall eine S3 nach Freiberg, weil das ist offenkundig keine Eis- und Corrado Continental. Also werden die auch von der Mitteldeutschen Regiobahn gefahren und sind somit silbern gefärbt. Und das war kein Silber, sondern Verkehrsrot. Also, ja. So, dann einmal runter auf die 60 km/h. Wäre hier schon angekündigt. Die Nummernvorkündigung für 60. Warum auch immer, die hier von normal bestätige. Und dann sind wir auch schon gleich in Tarant angekommen. Und hier neben uns sehen wir hier auch die wilden Weißeritz. Gerade wie die ist, sieht aber nicht sehr wild aus. Ja, die heißt auch wilde Weißeritz. Seit edler Krone folgen wir jetzt im Flussbett der wilden Weißeritz. Und das werden wir noch bis Dresden-Plauen machen. Also eigentlich bis Dresden-Hauptbahnhof. Nur, dass wir uns da dann ein bisschen von der wilden Weißeritz entfernen werden. Unter Dresden-Plauen. Nächste Station. Tarant. Ausstieg links. Wobei ja das ursprüngliche Flussbett der wilden Weißeritz tatsächlich ja da lang ging, wo heute der Hauptbahnhof von Dresden ist und die dann halt nur umgelegt wurde. Und jetzt heute eben durch den Dresdner Stadtteil Löbtau und Kotta, durch die beiden Stadtteile jetzt durchfließt und dann die Elbe mündet. Und weil dem das ursprüngliche Flussbett, der eben durch den Hauptbahnhof, also ungefähr da, wo heute der Hauptbahnhof ist, lang floss, deswegen hat sich die Weißeritz beim Jahrhunderthoch aus 2002 auch quer durch den Dresden Hauptbahnhof durchgewühlt, einfach weil die ihr altes Flussbett sich wieder geholt hat. Und dadurch einmal. Ich meine, wie kann sie nur? Das gesamte Unterdeck vom Hauptbahnhof überflutet hat. Oben die Gleise, die blieben ja intakt. Da liegen ja teilweise noch heute Holzschwellen. Aber unten, ne, den gesamten Kopfbahnhof und das ganze Einkaufszeug und so fort, das hat sie alles mit in mit sich gerissen, also da unten, ne, durchgefegt. Und ein Doppelstockwagenzug, den hat man damals tatsächlich ja sogar nicht geschafft, und das Kopfbahnhof zu evakuieren. Ne, das war falsch. Den hat man dann am Ende dann wieder geborgen. Aber aus dem Zug, also die 143, die vor dem Hang, das war auch eine 143 tatsächlich, die vor diesem Doppelstockzug hing. Da musste man weite Teile der Elektrik neu machen. Guck mal, ich habe später 20 Sekunden gewonnen. Nur 40 Sekunden verspätet. Da musste man Teile der Elektrik neu machen und bei dem Doppelstockwagen musste man das gesamte Unterdeck neu machen. Das war komplett hinüber.
Also, sieht man auf den Bildern. Überschwemmungen sind doof. Sieht man auch ganz schön auf den Bildern von diesen Doppelstockwagen. Da hast du die ganzen Sitzbezüge, diese blauen Sitzbezüge, in denen überall da so drin der schwarze Schlamm da drin hängt. Deswegen. Aber der ist tatsächlich dann später, sind die wieder gefahren, die Lok und die Waggons. Die muss man eben noch irgendwie aufbereiten. Aber der Schaden war erträglich. Ja. Ja, aber ich sag mal, gerade bei Elektronik ist es ja meistens so, wenn du die einfach nicht benutzt, während sie nass ist, sondern halt einfach tagelang trocknen lässt und die dann halt wirklich wieder trocken ist, ist es nicht so schlimm, wenn die einmal nass wird. Aber in der Elektronik muss man denen dann nur so ein paar Sachen machen, mehr Bock. So, jetzt haben wir 120 km/h angekündigt bekommen. Und da fahren wir auch mal mit 120 km/h. Und jetzt kriegen wir natürlich so richtigen S-Bahn-Charakter hier bei den ganzen vielen Halten dann zwischen Tharandt und Dresden Hauptbahnhof. Einfach weil wir mal quer durch ganz Freital jetzt durchfahren. Nächste Station: Freital-Heinsberg-West. Ausstieg links. So, jetzt sieht die wilde Weiße jetzt einmal auf der anderen Seite neben uns. 100 km/h haben wir jetzt angesagt bekommen. So, und ich bremse auch schon mal für unseren Halt hier in Freital-Heinsberg-West gleich. Und jetzt gleich in Freital-Heinsberg gibt es den Anschluss an die Weißeritztalbahn. Und so wie die Weißeritztalbahn dann hier sich zu uns gesellt, gesellt sich dann auch die rote Weißeritz, deren Flusslauf nämlich die Weißeritztalbahn folgt. Zur wilden Weißeritz, und rote Weißeritz und wilde Weißeritz werden dann gleich nur vereinigten Weißeritz oder einfach auch nur Weißeritz genannt. So. Dann. Ich hinterfrage mich, manchmal sind Menschen seltsam. Besonders im TSMZ. So, und ich habe schon wieder 20 Sekunden gewonnen. Jetzt sind wir nur noch 20 Sekunden zu spät. Also, Tobi, ich habe die Verspätung wieder rausgeholt. Glückwunsch. Da kann man sagen, was man will. Aber Verspätung rausholen habe ich geschafft. Und direkt weiter nach Freital-Heinsberg. Kommen wir auch von außen. So eine Seltenheit. Da kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie da wilde und rote Weißeritz zusammentreffen. Das dauert noch einen Moment, bis das passiert. Nächste Station: Freital-Heinsberg. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Kurort Gipsdorf. Ausstieg links. Ah, guck mal, da ist es passiert. Und hier ist auch die Schmalspurbahnstrecke neben uns. Jetzt einmal hier uns unterquert und auf der anderen Seite gleich wieder da unten auftaucht. So, noch in die umsteigen kann. Wobei das ja auch ein bisschen traurig ist, da mit der Häufigkeit, mit der die fährt, die Weißeritztalbahn. Ich glaube, es ist ja nur viermal am Tag, dass die fährt. Und, guck mal, da haben wir gerade eine 612. Und guck mal, wer steht denn hier? Na, huch, ein Silberhamster. Fragt mich bitte nicht warum, aber Dafter Games fand es eine coole Idee, wenn die Silberhamster aus der von S-Bahn Leipzig, von dem DSC, wenn die auch hier auf der Strecke fahren können. Und deswegen werden einzelne S-Bahn-Szenarien random mit diesen S-Bahn, mit diesen Silberhamstern, mit diesen S-Bahn-Triebwagen, die S-Bahn Mitteldeutsche durchgeführt, auch wenn die nie, wirklich noch nie hier gefahren sind in der Realität. Was hier schon gefahren ist, sind solche Hamsterbacken, also Talent 2 Züge in DB Rot,
Einfach weil die vom Saxonia Express sind, also die wurden vom RE50 Dresden-Leipzig, Garnituren wurden mit S-Bahn-Garnituren einfach getauscht. Oder auch welche vom Netz Elbe Elster, also von der RB31, RE15, RE18, mit denen sind wir ja auch schon, zuhauf auf der Dresden-Rieser ja gefahren, mit den drei Linien. Das Hamsterbacken von denen einfach hier mit S-Bahn Sachen getauscht wurden oder einfach, weil die hier gerade ein paar S-Bahn-Fahrzeuge fehlen, dann einfach hier als Ersatz hergekommen sind und sie deswegen auf der S2 oder S3 schon gefahren sind. Aber diese Silberhamse sind wirklich noch nie gefahren. Also wer auch immer dabei dachte, der Games auf die Idee kam, das sei eine gute Idee, die hier fahren lassen zu können. Nächste Station, Freital-Deuben. Ausstieg links. So, und dann sind wir jetzt auch gleich schon im inoffiziellen Zentrum von Freital. Freital ist ja so eine Stadt, die sich aus mehreren Dörfern zusammensetzt. Und das inoffizielle Zentrum ist halt eben Freital-Deuben. Ist auch in meinen Augen der bedeutendste der Freitaler Bahnhöfe für Haltepunkte, weil hier auch in Freital-Deuben 2 Minuten Fußweg entfernt findet sich auch der Busbahnhof von Freital, wo man alle Freitaler Stadtbuslinien antrifft. Deswegen. Und hier hält ja auch noch der Regionalexpress hier in Freital-Deuben. Weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze hier spielt, gab es ja Regionalexpress und Interregio-Express. Und der Regio-Express, der hat halt eben nur in allerwichtigsten Halten gehalten. Und der Regionalexpress hat einen bisschen häufig gehalten. Das lag aber auch daran, dass die Regionalbahn 30 damals noch nur im 2-Stunden-Takt gefahren sind und somit alle Halte nur alle 2 Stunden bedient wurden. Dann auch die etwas wichtigeren Halte wurden auch noch durch den Regionalexpress bedient, somit ungefähr stündlich. Und die allergrößte Halte, die wurden eben dann nur vom Interregio-Express bedient. Und 2016 wurde dann auch, jetzt verfrüht, Tobi, ne? Wo die DB dann RE3 und RB30, wie sie jetzt heißen, Interregio Express hat man abgeschafft, verloren hat an die Mitteldeutsche Regiobahn, da hat man eben Interregio Express und RE zusammengefasst zu einem neuen RE, der aber nicht mehr ganz so häufig hält wie der alte RE und häufiger hält als der alte Interregio Express, und die Regionalbahn fährt jetzt auch stündlich. Und dadurch hat man die Defizite wettgemacht. Das ist eigentlich sogar für eine Verbesserung noch beigetragen. Klar, das ist nicht mehr ganz so schnell zwischen Dresden und Hof, beziehungsweise Nürnberg, der fuhr damals bis Nürnberg. Macht er heute nicht mehr. Heute fährt der Regionalexpress nur noch bis Hof. Deswegen ist er nicht mehr ganz so schnell zwischen Dresden und Hof unterwegs. Braucht jetzt ein paar Minuten länger mit dem Regionalexpress als damals mit dem Interregio-Express. Aber da fährt jetzt wirklich an jedem Bahnhof mindestens einmal die Stunde in den Zug und nicht nur einmal alle 2 Stunden. Ne? Oder irgendwie durch Regionalbahn und Regionalexpress und Interregio-Express zu irgendeinem seltsamen, angenäherten Stundentakt oder so überlagert. Okay, so, jetzt ja, genau. In einem echten Stundentakt. Werd nicht übereifrig mit dem Verspätung einsparen, weil Verfrühung ist auch nicht gut, ne? Deswegen warte ich früher die ganze Zeit ab hier in den Bahnhöfen. Muss ich ja machen. Ja, nicht so eine halbe Minute, ich weiß nicht, wie ist die Toleranz, da musst du genau pünktlich abfahren. Eine halbe Minute geht vielleicht noch zu früh. Also man soll, also in der Realität sind Fahrpläne tatsächlich auf Zehntelminuten genau geeicht. Also in 6 Sekunden Schritten genau geeicht. Also die Frage ist natürlich irrelevant, die kriegen einfach nur gesagt, der fährt halt eben 17.14 Uhr ab oder 17.15 Uhr wie hier. In der Realität für die Lokführer ist dann halt eben aber, dass du dann zu der Zehntelminute abfahren. Nächste Station, Freital-Potschappel. Ausstieg links. So, und jetzt sind wir. Ja, wie man auch in der Realität sieht, klappt das immer. Wie man auch in der Realität sieht, klappt das sehr gut. Ja, ist halt eben die Theorie, wann der. So ist der Fahrer halt eben getaktet. Deswegen. In der Praxis ist natürlich dann immer noch ein bisschen anders, weil, also klar, wenn man Verfrühung hat, dann sollte man wirklich möglichst zu dem Zeitpunkt eben abfahren. Nicht eher und auch nicht unbedingt später. Und wenn man Verspätung hat, naja, dann fährst halt ab, wenn du abfährst, ne?
möglichst früh. Ja, aber Hauptsache, du hältst deine Mindesthaltezeit ein, weil in jedem... Also es gibt in Deutschland genormte Haltezeiten, die relativ genau eine halbe Minute betragen. Und dann solltest du auch deine halbe Minute eigentlich am Bahnhof halten, ne? Wenn es jetzt nicht gerade, Regionalbahn nachts bekommen. Wenn es jetzt nicht gerade in deiner Bedarfszeit ist, an dem jemand aus- oder einsteigen möchte, dann kannst du natürlich auch durchrauschen. Aber ansonsten solltest du schon deine halbe Minute auf jeden Fall warten. So, wieder eine halbe Minute Verfrühung. Die hier warten wir einfach ab. So, ich habe dabei einen gesamten Motorraum auseinandergeschraubt und habe dann am Ende festgestellt, dass ich nur zwei Teile hätte abschrauben müssen. Tobi ist genauso wie in der letzten Folge parallel jetzt noch dabei, für Car Mechanic ein bisschen vorzuspielen. Genau, könnt ihr euch gerne auch anschauen, das Projekt kommt montags. Richtig. Das kam ja diese Woche, weil es ist ja gerade unsere Geburtstagswoche hier auf Tobi Raptor, vom Car Mechanic am Dienstag? Doch, Dienstag, glaube ich. Ja, ne? Dienstag. Genau. Ja. Am Dienstag könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Dann jetzt die nächsten Tage kommt montags immer erstmal Notruf 112 Multiplayer. Ich glaube jetzt für die nächsten 3 Wochen oder irgendwie so war das. Und danach kommen dann wieder neue Folgen von Car Mechanic, die wir jetzt bereits schon aufgenommen haben, zum Zeitpunkt, wo wir die Folge hier aufnehmen. Vorproduktion halt. Genau. Könnt ihr euch gerne ansehen. Diese Folge sind tolle Folgen vorproduziert geworden. Das heißt, die ist genauso vorproduziert wie die letzte Folge. Haben wir so den gleichen Zeitpunkt, weil die letzte Folge wurde ja am Tag vorher aufgenommen. Und wenn ihr die Folge pünktlich schaut, also dann halt heute Samstag wirklich ist, dann morgen gibt es einen Geburtstags-Livestream wieder. Das richtig. Heißt, hier 3 Stunden Livestream. Yeah. Geplant. Die genauen Uhrzeiten, die wissen wir jetzt. Das werden wir es aufnehmen noch nicht, von wann bis wann wir streamen. Aber schaut einfach mal unserem Kanal vorbei, wird der Stream wahrscheinlich schon geplant sein, wann der beginnt. Und dann einfach bis da 3 Stunden lang geht er. Genau, 3 Minuten. 3 Stunden lang geht er. 3 Minuten Stream. Ansonsten könnt ihr auch auf unserem Discord vorbeischauen. Wurde ja auch schon mal hier eingeblendet als Bauchbinde da unten, ne? Mit dem Link drauf. Ansonsten findet ihr den Link natürlich auch in der Videobeschreibung zu unserem Discord. Da kriegt ihr natürlich auch alle Informationen, wenn es irgendwas gibt, was relevant für euch sein könnte. Genau, also da kriegt ihr auch Benachrichtigungen, wenn einfach mal irgendwas ausfällt wegen Stress gerade oder Bank Krankheit oder sowas. Ja. Urlaub. Genau. Und jetzt zum Beispiel die Videos für, die jetzt alle in dieser Woche erscheinen, die sind tatsächlich alle ausnahmslos vorproduziert, weil während ihr es jetzt gerade seht, dann ist mein Zimmer, also mein persönliches Zimmer, in dem ich wohne, das ist jetzt frisch renoviert worden. Und während des Renovierens ist es ein bisschen schwierig aufzuräumen. Außer wird die ganze Zeit im Hintergrund hören, wie Leute Tapete von der Wand kratzen. Und nächste Station. Habe ich auch keinen Bock, meinen PC dann zu entstauben von dem ganzen Ausstieg links. Mit dem ganzen Farbspitzel von mal neu tapezieren, neu streichen, alles Mögliche. Hast du beim Aufnehmen immer so der, 2 Lappen neben dir liegen und wenn alles weggewischt wird, alles draufkommt. Oh Gott. Naja. Ey, aber hey, es ist jetzt knapp 2 Jahre her, dass wir das erste Video hochgeladen haben. Ja, na, wenn ihr es seht, ist es ein Jahr und 364 Tage her. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es Schaltjahr war. Nee, kein Schaltjahr. Okay. Wann ist wieder Schaltjahr? Oder war 2020 Schaltjahr? Ich glaube, 2020 war Schaltjahr. Also doch, 1 Jahr und 365 Tage. Oder? Nee, 1 Jahr und 364 Tage immer noch, weil der Schalttag gehörte zu dem Jahr 2020, dazu wird zum vollen Jahr. Oh Gott, verwirrend. Jo, Schaltjahr war 2020. Ja, also ein Jahr, da zählt der Schalttag mit rein und dann noch 364 Tage von 2021 bis heute an. Und damals auch erfolgreich in Dresden-Plauen gehalten, ne? Da steigen Leute alle ein und aus.
9 Sekunden Verfrühung. Guck mal, die Sonne ist aufgegangen. Wir sehen was. Wie ich es mir gedacht hatte, tatsächlich haben wir es auch geschafft. So wie wir in Dresden ankommen, ist es auch tatsächlich wirklich Tag geworden. Aber gut, früh 7.20 Uhr, da soll es doch langsam mal hell sein, ne? Ja. So, dann haben wir jetzt noch die... 7.20 Uhr im Winter, ja. Da ist es noch nicht hell. Ja gut, aber wir fahren jetzt auch gerade im Frühling hier im Spiel, deswegen. Aber dann. So, jetzt sind es die letzten Kilometer noch. Da vorne sind wir auch schon das ominöse Heizkraftwerk. Eine Konstante, die in einigen der Folgen später schon vorgekommen und erwähnt wurde. Da haben wir die nächste S-Bahn schon wieder. Ist ja 15-Minuten-Takt bis Tharandt, jetzt zur Hauptverkehrszeit. Grüß. Zurzeit gibt es ihn aktuell ja gerade nicht, wegen Bauarbeiten hier in Dresden-Plauen. Aber ja. So, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier ein gelbes Signal. Jetzt wird's witzig. Ich muss jetzt mal beim Fahren aufpassen. Ich gehe mal runter auf 40 km/h. Ob wir denn jetzt wirklich ein rotes Signal bekommen oder nicht oder wie auch immer. Ich gehe einfach mal auf 40 runter. Sicher ist sicher. Wir müssen dann ja eh demnächst gleich auf 40 runter bremsen. Wird dann da ja über diesen weichen Bereich hier vom Bahnhof, vom Abstellbahnhof hier in Dresden-Altstadt, durch den wir ja gerade ja durchfahren. Ja, müssen wir dann so einen weichen Bereich fahren und über den kann man nur mit 40 km/h fahren, deswegen ob wir jetzt schon auf 40 unterbremsen oder dann später, ist es auch egal. Wenn wir uns am letzten Halt mit einer halben Minute oder so Verspätung ankommen, das ist ja auch egal. Das nimmt sich ja nicht. Ey, und ich glaube, ich hab das jetzt mein Auto hier fertig gemacht. Ich sag mal, der Auftrag hat... Ich habe in 7.000 angefangen in meinem Kapital, jetzt mittlerweile habe ich 5.800 und für den Auftrag bekomme ich 7.500. Läuft. 5.000 Gewinnmarge. Klingt doch angemessen. Definitiv. So, ich glaube, jetzt müsste aber auch gleich die Ansage bezüglich der Anschlussmöglichkeiten in Dresden Hauptbahnhof kommen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen den Kreuz in Dresden Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug dort endet. Sie haben folgende Anschlüsse. Der Railjet 257 nach Graz Hauptbahnhof über Ustinat Labin Lavnina Doji um 7.27 Uhr von Gleis 1. Die S1 in Richtung Schöner über Körner um 7.29 Uhr von Gleis 13. Die RE1 in Richtung Görlitz und die RE2 in Richtung Hradeck Nad Misu über Dresden-Neustadt um 7.29 Uhr von Gleis 6. Die S1 in Richtung Meißen-Triebischtal über Dresden-Neustadt um 7.30 Uhr von Gleis 14. Und die S8 nach Kamenz über Dresden-Neustadt um 7.35 Uhr von Gleis 5. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Nächste Station, Dresden Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zu den S-Bahn-Linien 1, 2 und 8 sowie zum Regional- und Fernverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Dresden. Auf Wiedersehen. Next stop, Dresden Main Station. This train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg rechts. Da sehen wir auch schon die Kuppelhalle vom Dresden Hauptbahnhof. Hier ungefähr an der Stelle ist in der letzten Folge das Spiel einfach abgestürzt. Als wir mit dem RE15 hier einfahren wollten im Dresden Hauptbahnhof. Heute klappt das aber. Da stürzt das Spiel nicht ab. Nur gemerkt war das ja bei der letzten Folge, glaube ich, das allererste Mal, dass mir der Test auf dem PC hier abgestürzt ist. Auf meinem Laptop, auf dem ich früher gespielt habe, weiß ich gar nicht, ob der Test überhaupt je einmal abgestürzt ist. Also. ESW2 ist doch sehr oft abgestürzt, oder war es was anderes? Nee, Tramsim. Hin und wieder mal abgestürzt auf dem Laptop. Weil Laptop das nicht mitgemacht hat. Oder? Nee, auf dem PC ist es früher auch. Nee, auf dem PC ist es früher abgestürzt häufiger mal. Weil da gab es nämlich mal eine Zeit, da gab es wirklich einen Fehler im Spiel damit, dass da häufiger mal das Spiel abgestürzt ist. Das haben sie aber gefixt und seitdem ist es nie wieder abgestürzt, das Spiel. Das war in Tramsim mal so eine Phase, wo das immer wieder abgestürzt ist. In TC2 hat man früher auf dem Laptop, also während der Staffel 1-Zeit, ne? Damals, die Staffel 1 von TC2, die haben wir ja wirklich auf dem Laptop aufgenommen, damals komplett.
Da hat man das Problem, dass es immer wieder geruckelt hat. Und wir stellenweise das Problem hatten, dass die Aufnahme gebrochen ist, einfach weil der Arbeitsspeicher mehr als überlastet war mit seinen 8 GB und es einfach nicht hinbekommen hat, eine Aufnahme aufzuzeichnen und gleichzeitig noch das Spiel zu machen. Also teilweise ist dann die Aufnahme abgestürzt, teilweise gab es dann aber solche große Kacheln, weil in der Aufnahme, weil OBS macht das so, wenn es irgendwie nicht richtig hinbekommt, das aufzuzeichnen, damit das nicht irgendwie unscharf oder so, sondern zeichnet das in Kacheln auf. Da gibt es mehrere bunte Kacheln irgendwie auf dem Bildschirm oder so. Deswegen. Also die erste Staffel, die muss man sich wirklich ansehen, wenn man das wirklich nur an sich ansehen möchte. Empfehlen würde ich es jetzt nicht unbedingt, weil das ist... Es sind natürlich trotzdem sehr unterhaltsame Videos. Ja klar. Vor allem die Folge 7 ist sehr gut geklickt, einfach weil es die erste Folge ist, in der ich je mit PZB und SIFA gefahren bin. Und weil mein PZB-Tutorial-Video noch immer nicht raus ist, gucken sich alle Leute das Video an, der Hoffnung, dass sie da dann irgendwelche Tutorials für PZB und SIFA erhalten, ne? Weil natürlich PZB und SIFA im Titel steht. Deswegen muss ich einfach mal wirklich meinen PZB und SIFA-Tutorial demnächst rausbekommen, aber seit meiner letzten Meldung mit Skripte sind fertig für das PZB und SIFA-Video sowie für das LZB und AFB-Video. Seitdem hat sie immer noch nichts getan. Ich habe seitdem noch immer nicht wirklich weitergearbeitet an den Grafiken und noch nicht aufgenommen, die Audio. Aber wie gesagt, ich mache es einfach nur, wenn ich Zeit, Lust und Laune habe. Und in letzter Zeit hatte ich schultechnisch noch einiges um die Ohren. Deshalb jetzt noch die letzten Wochen, ich glaube, es sind 2 oder 3 Mal in Folge der Livestream ausgefallen, jetzt auch unter anderem deswegen. Und ja. Wir hatten einmal zwischendurch Star Citizen. Aber ich stimmt, einmal sagen, zwischendurch, aber da war ich auch nicht dabei. Den hattest du ja mit Hannah gemacht, den Star Citizen. Ja, genau, deswegen. Genau. Ja. Aber gut, soweit aus der Nähkästchen geplaudert hier. Ich würde sagen, es ist doch ein gelungener Abschluss der letzten Folge dieser zweiten Staffel. Pünktlich angekommen in Dresden Hauptbahnhof. Oder genau, 24:24. Wir sind wirklich pünktlich gewesen. Unseren Verspätungspeak hatten wir hier in Tharandt 2 Minuten, nicht wirklich. Das ist aber auch wieder Stück für Stück hier schön abgebaut haben, sodass wir dann schon wieder in Freital-Deuben pünktlich waren. Also, alles super. Eine doch recht vorbildliche Fahrt, um mal kurz zwischendurch +2 zu haben. Ist jetzt, glaube ich, auch kein Hals- und Beinbruch, weil erst ab 5 Minuten taucht sie überhaupt in der Verspätungsstatistik auf, deswegen. Und wir haben die Verspätung ja auch komplett rausgefahren, wohlgemerkt. Waren dann ja sogar in Potschappel und Plauen zu früh da. Also, alles super derweile. Ein gelungener Abschluss dieser Staffel. Und für alle, die sich interessiert, nächste Woche geht es hier auf diesem Sendeplatz weiter mit Emergency 5 Lüdenscheid. Der Nachfolger der beliebten Wuppertal-Modifikation. Der erscheint nächste Woche Donnerstag oder Freitag. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Und dann am Samstag kommt hier auch schon direkt das erste Video. Also das knüpft perfekt nahtlos an dieses Projekt an, als hätte es jemand geplant. Als hätte ich genau diese Folgenanzeige für TSW 2 geplant und das dann perfekt mit Lüdenscheid passt. Fun Fact, ich hatte bereits im Januar oder Dezember die Folgenzahl für TSW 2 fertig geplant und welche Folgen aufgenommen werden, wo Lüdenscheid noch nicht immer angekündigt wurde, wann es rauskommt. Also ja, deswegen ist es wirklich purer Zufall, dass es so perfekt klappt, dass dann nächste Woche perfekt nahtlos mit Lüdenscheid weitergehen kann. Schaut da auch gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Ansonsten schaut euch gerne weiter auf unserem Kanal um, falls euch noch andere Projekte hiervon interessieren. Und ansonsten, zugtechnisch geht es auf diesem Kanal erst wahrscheinlich im Herbst wieder weiter mit Zusi 3 dann. Und vielleicht kommen dazwischen auch nochmal ein paar Folgen Tramsim. Kam jetzt ja vor kurzem das DLC mit dem Fahrzeug E1 raus. Pascal? Ja. Ich glaube, ich muss dich an der Stelle mal unterbrechen, weil, also wenn du wirklich so viel zu erzählen ganz ein bisschen hast, dann gehört das nicht in die Abmoderation einer TSW2-Folge, sondern eher in ein... In den News Neues-Folge, also, ja. Ja, in dem Sinne mache ich dann einfach mal die Abmoderation. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schaut morgen bei dem Livestream vorbei und tschüss. Tschüss.